Hallo, heute nochmal zum Thema Schilddrüsenextrakt mit der Vive. Es ist so, dass wir weltweit, wenn es um Schilddrüsenhormonersatz geht, diese These vertreten. Das ist auch durch viele Studien soweit geprüft, dass man mit L-Tyroxin, also einer Vorstufe von etwa 30 Schilddrüsenhormonen, einen guten Hormonersatz machen kann. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass das nicht stimmt, dass das auch oft nicht funktioniert. Es wird aber als alternativlos angesehen. Und dann gibt es in der wissenschaftlichen Ebene immer wieder mal Bestrebungen zu sagen, ich könnte mehr Hormone anbieten. In der Forschung ist es ja so, das geht immer wieder voran, dass man also diese 30 Unterhormone, die jodhaltig sind, ja mehr und mehr untersucht hat, und dann hat man schon gesehen, dass das Riesenbedeutung hat und dass das alles sehr komplex ist. Und dann gibt es Bestrebungen zu sagen, naja, ich kann natürlich jetzt mal versuchen, mehr Hormone anzubieten, aber bislang ist das hängen geblieben an dem T3, was eben schon seit Jahrzehnten in der Anwendung ist, auch Studien gibt, was das so wirkt, wenn man das hinzumischt. Sicherlich eins der wichtigeren Unterhormone, die halt vor allem den Kreislauf stark beeinflussen. Also wenn Sie zu viel T3 abkriegen, das ist einseitig, dann haben Sie Herzklopfen oder Herzrhythmusstörungen oder kriegen ein Vorhofflimmern oder der Blutdruck geht in die Höhe. Also hat eine sehr starke Kreislaufwirksamkeit. Aber viele Menschen, die dann nur T4 bekommen haben und das wird nicht so gut aktiviert und das T3 ist wenig entstanden, die sagen, mir geht es besser, wenn ich jetzt T3 dazu habe. Und da gibt es auch Produkte dafür, Novotiral oder auch Potyrit. Und hier ist schon zu bemerken in der Community, wie man so sagt, also weniger die Ärzte als die Fachgesellschaften. Aus Gründen, die mir nicht ganz offensichtlich sind, das dann anzugreifen, zu versuchen, Menschen, die das anders sehen, möglichst auszugrenzen, Studien nicht wahrzunehmen, die dann doch zeigen, was es auch mit der offiziellen Linie vielleicht nicht so positiv an sich hat. Und der Stand ist, dass weltweit T4, also L-Tyroxin, Eutyrox, Tyrex, hat verschiedene Namen, eingesetzt wird und dass das alle machen und alle tun sollen und dass es da keinen Weg dran vorbeigeben soll. Und als es das Internet noch nicht gab, hat es ganz gut funktioniert, aber im Internet haben sehr viele Betroffene sich Luft gemacht, haben die Alternativen und ihre Erfahrungen mit den Alternativen aufgezeigt. Und so vor 20 Jahren kam da ein bisschen was ins Rollen. Und zwar gibt es ja schon, ja an sich seit etwa 3, 4 Jahrtausenden in der Menschheit, die Möglichkeit des Hormonersatzes, indem ich von näher verwandten Säugetieren, also die nicht so weit weg sind von der Genstruktur, dass da immer wieder mal Schilddrüsengewebe genommen wird und als Hormonersatz genutzt wird. Das hat also in China begonnen, so in der ganz frühen Zeit schon, dass man da sozusagen Schilddrüsengewebe genommen hat, frittiert hat und dann eingenommen hat. Das hatte eine gewisse medizinische Bedeutsamkeit, glaube ich. Im alten Griechenland ist es bekannt, dass man Menschen, die einen Kopf hatten, dann Schilddrüse von gesunden Tieren, also Schafen, eher gegeben hat. In China waren es eher Schweine. Ja, und diese Tradition hat es immer wieder gegeben. Und in Amerika ist es ganz interessant, da ist es eben so gewesen, dass man, also unsere Wissenschaft hat erst im 19. Jahrhundert erkannt, die Bedeutung von Jod und auch, dass es jodhaltige Hormone gibt und dass die wichtig sind. Also man hat beispielsweise am Anfang, wenn jemand eine sichtbare Vergrößerung der Schilddrüse hatte, die einfach chirurgisch entfernt hat, gesehen, dass die Leute sterben, dass das also so nicht geht. Dann hat man manchmal trotzdem die Notwendigkeit gesehen, die Schilddrüse rauszuschneiden und dann stellte sich eben die Frage, was kann ich tun? Kann ich zum Beispiel Schilddrüsengewebe von Tieren oder von Menschen einpflanzen in den Körper, vielleicht wächst es dann doch wieder weiter. Also Schilddrüsentransplantationen wurden gemacht.
Aber man hat gesehen, dass natürlich gerade wenn man es von Tieren nimmt und einpflanzt, dass das Immunsystem das natürlich erkennt und versucht zu bekämpfen und abzubauen. Man könnte das heute sicher sehr gut machen, indem man dem Menschen, um den es geht, vor einer Operation Gewebe entnimmt, das eben gut untersucht und wenn das gesund war, könnte man eben das wachsen lassen unter Laborbedingungen und ihm nach der Operation wieder einpflanzen. Wäre keine sehr teure Sache. Ich denke, es wird sich um ein paar tausend Euro handeln. Und man würde sich unheimlich viel sparen. Also es würde weltweit unheimlich viel Geld im Gesundheitssystem ersparen, wenn man Schilddrüsentransplantationen machen würde, weil man sonst halt immer wieder diesen Druck hat, Hormonpräparate zu schlucken lebenslang. Das ist für die Menschen quälend und auch eben sehr aufwendig. Aber es ist auch eine riesige Belastung fürs medizinische System eigentlich. Ne? Es ist halt Teil Industrie geworden, gehorcht den Gesetzen des Marktes. Und es gibt halt Leute, die daran anscheinend gut verdienen. Aber aus der Sicht der Allgemeinheit, die das finanzieren muss, auch im Wesentlichen ist das ja etwas, was die Öffentlichkeit macht, würde man sich sehr viel Geld sparen können mit Transplantationen. Es ist möglich, es wurde ja schon gemacht. Wäre eine interessante Richtung. Bis das soweit ist, ist aber der Schilddrüsenextrakt, der sich so vor 100 Jahren in Amerika ganz gut etabliert hat und bis heute dort auch abgegeben wird. Also Amerika ist ein Land, wo es eine etablierte Therapie ist, dass ich Schilddrüsengewebe versuche zu ersetzen, indem ich täglich eine kleine Menge tierische Schilddrüse einnehme und dann kriege ich die ganzen Hormone der Schilddrüse ungefähr so mit, wie ich es brauche, sofern ich das gut dosiere. Ist natürlich eine Frage der Dosis. Und wenn es zu dem Thema kommt, ich habe schon einige Videos darüber gemacht und deswegen vertiefe ich das jetzt nicht allzu sehr, aber leider sind wir auch von den Ärzten her, also von den Therapeuten her, sehr geneigt, Laborwerte ernst zu nehmen und zu sagen, ich schaue mal, welche Veränderungen in einem Laborparameter kann ich nehmen, um zu kontrollieren, ob die Einstellung stimmt. Wenn man das Befinden der Menschen und die Körpertemperatur mit einbezieht in die Gleichung, erlebt man oft Überraschungen. Und manchmal hilft es, das Befinden und die Temperatur wichtiger zu nehmen, weil das sind Ausdrücke einer funktionierenden hormonellen Ersatztherapie. Man hat natürlich anfangs Studien gemacht, wo sehr hoch dosiert wurde. Das ist generell, was anscheinend Tradition ist. Naja, und dann kam es in Amerika mehrmals zu einer Situation, wo man versucht hat, von Seite der Fachgesellschaften die Gabe von Schilddrüsenextrakt anzukreiden, zu empfehlen, dass man auf L-Thyroxin umstellen solle. Und dass also sozusagen das nur mehr pharmazeutisch einen Hormonersatz geben soll. Aus Gründen, die zum Teil positiv einzustufen sind, dass man sagt, es ist sauber, es ist haltbar, es ist besser vorhersagbar, wie lange eine bestimmte Menge von Hormonen enthalten ist in einer Tablette, die man nimmt. Ist zum Teil auch ganz gut dosierbar. Also es gibt Argumente, es ist preisgünstiger herzustellen, als wenn man so organische Präparate nimmt. Das ist halt immer natürlich die Frage, wenn ich jetzt irgendwo eine Schilddrüse mir herhole, zubereite als Medikament, wie sauber ist das, wie haltbar ist das, wie berechenbar ist dauerhaft die Wirkung, weil wenn die Haltbarkeit nachlässt, wenn zum Beispiel die Hormone dann darin verloren gehen, sich langsam abbauen, ist es ein Problem? Das ist ja klar, das sehe ich auch so. Naja, und in Amerika ist es so, dass eben parallel jetzt auch bis zum heutigen Tag es läuft. Die einen da kriegen L-Thyroxin verschrieben, die anderen kriegen Schilddrüsenextrakt verschrieben. Die offizielle Linie in Amerika ist aber auch von der Fachgesellschaft, dass man nicht den Schilddrüsenextrakt geben soll, aber man stößt dann auf ein Problem. Die Menschen bevorzugen den Schilddrüsenextrakt zum L-Thyroxin. Also, wenn das bekannt ist, dann wollen die Leute das. Das ist in Studien auch bewiesen worden, dass es den Menschen eigentlich angenehmer ist, die Therapie, und dass sie, wenn sie wählen können, dann Schilddrüsenextrakt nehmen.
Das hat jetzt dazu geführt, dass man einmal versucht hat, den zu verbieten, den Schilddrüsenextrakt. Und da gab es dann eine Art Kompromisslösung. Früher wurde Schilddrüsenextrakt so ungefähr hergestellt, dass man halt die Schilddrüse entnommen hat und gefriergetrocknet hat, gemahlen hat, mehrere Schilddrüsen miteinander zusammengerührt hat. Und dieses staubartige Resultat, dieses gefriergetrocknete Schilddrüsenextrakt-Ding, was ja auch den Namen dann, die Bezeichnung geprägt hat, NDT, also Natural Desiccated Thyroid, also auf natürliche Weise getrocknete Schilddrüse. Das hat man dann in Kapseln abgefüllt und genommen. Und das wurde dann verboten mit Argumenten wie: Wir wissen nicht, was da drinnen ist, wir wissen eben nicht, wie haltbar es ist, wir wissen nicht. Vor allem wissen wir nicht, ob Infektionen drin sind. Die Tiere hätten Infektionen gehabt, die könnten Infektionsträger werden. Alles Argumente, die man auch immer wieder hört, wenn es um das Thema geht. Und da hat man eben dann den Kompromiss geschlossen. Wir stellen den Schilddrüsenextrakt möglichst standardisiert her. Und der Standard ist dann festgehalten in der United States Pharmakopie, also ein bisschen im amerikanischen pharmakologischen Arzneibuch, wenn man es so übersetzen möchte. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man, es gibt ein paar Standardtests, zum Beispiel zu schauen, welche Infektionen drin sind oder nicht drinnen sind. Ein Großteil bezieht sich auf die Herstellung. Und wenn man es liest, ist man natürlich nicht sehr erfreut, wenn man sagt, es ist eigentlich ein Wahnsinn, mit was dann dieser Extrakt konfrontiert wird, wie dann viele Stoffe rausgeholt werden. Es soll jetzt zum Beispiel gereinigt werden, auf Fettgewebe soll nicht drin sein oder irgendwelches Bindegewebe, die Kapsel muss gut entfernt werden. Um das zu bewirken, ist es chemisch eine ganz schöner Eingriff. Und naja, es werden jetzt, glaube ich, 25 Jahre, dass ich als Arzt das verschreibe. Es ist eine reiche Geschichte gewesen, wo ja dann die Rezepturen immer mal wieder geändert wurden. Und wenn es Änderungen gab, gab es oft Probleme. Also dass zum Beispiel der Extrakt nachher nicht mehr so gut gewirkt hat oder er hat stärker gewirkt, weil eben Füllstoffe dazugegeben wurden. Es waren oft nur kleinere Eingriffe in die Rezeptur. Es gab eine Bewegung, die mir sehr unangenehm war, dass nämlich Kollegen argumentiert haben, der Mensch hat, wenn ich jetzt nur die beiden, sagen wir mal, am meisten beachteten Hormone mir anschaue, das T4 und das T3, dann hat der Mensch, zumindest wenn er so ein ruhigeres Leben lebt, hat er ein Verhältnis von 1 zu 10. Er hält relativ wenig aktives T3 bereit, weil das braucht er gar nicht so stark. Und er hat eine große Reserve. Und wenn ich jetzt in einem etwas unruhigeren Leben bin, ein bisschen aufgeputschter bin, viel Stress habe, dann verschiebt sich das schon ein bisschen. Also das kann dann, maximal geht es so 1 zu 4 ungefähr. Also ich kann ein relativ T3-reiches Leben führen. Und früher gab es Rinderextrakt zum Großteil, den man genommen hat, dann gab es bei uns BSE. Die Tiere wurden eben gefüttert und haben dann den Überträger der Jakob-Creutzfeldt-Krankheit übertragen. Und das hat dazu geführt, dass man das verbieten musste, bis auf manche Teile der Welt. Also es gibt jetzt die große Geschichte, in Neuseeland gibt es das nicht, den Erreger. Die Neuseeländer waren sehr aufmerksam generell, was so Krankheitserreger betrifft, dass man es das möglichst nicht einführt, nicht einschleppt. Naja, und vom Rind kann man ja bis heute weltweit beziehen, den Extrakt aus Neuseeland. Zum Teil wird es aus Australien verschifft, wo das nicht mehr ganz so streng ist, aber auch noch ziemlich streng. Zum Teil wurde es aus Argentinien angeboten. Ich glaube, das ist sogar heute noch so. Was schon mal die erste Frage aufwirft, ist das hundertprozentig BSE-frei?
Dann hat man eben in Amerika so ein großes Monopol errichtet. Da gibt es praktisch nur einen Hersteller, der den Extrakt zubereitet von Schlachttieren. Und da hat man eben gesehen, dass der das auch macht, was zum Teil einzelne Apotheken gemacht haben, die das abfüllen, dass sie versucht haben, das Mischverhältnis ein bisschen zu verbessern, weil die Schweine, die da verarbeitet wurden, haben ein Verhältnis von 1 zu 2,5 oder 1 zu 3. Also eben ganz viel T3. Dann haben die gesagt, das muss ein Problem sein und das erklärt vielleicht auch in Studien, wo man es relativ hoch dosiert hat, dass die Menschen Kreislaufprobleme kriegen. Und da hat man eben aus besten Intentionen, wie das so üblich ist, irgendwo ziemlichen Mist gemacht, weil man hat dann begonnen, zum Beispiel T4 dazu zu mischen. Das wäre eine Variante gewesen, da kann ich es ausgleichen und dann werde ich es zu standardisieren, dass dann ein Verhältnis von 1 zu 4 oder noch weniger rauskommt. Oder es hat Tendenzen gegeben zu sagen, naja, die Schweine haben eben da ein besonders hohes Verhältnis. Ich muss vielleicht von einem bisschen ruhigeren Tier, also nehmen wir mal an, von einem Pferd kann ich es dazu mischen oder von meinem Rind. Die Rinder sind auch da ein bisschen menschenähnlicher in ihrer Zusammensetzung dazugeben. Fakt ist aber, dass Schwein am besten wirkt, das kann ich bestätigen. Wenn Sie einen Schilddrüsenhormonersatz mit Schilddrüsenextrakt vom Schwein haben, dann ist es sicher 80-90% sehr zufrieden im Vergleich zu dem, was Sie sonst bekommen haben. Beim Rind ist es vielleicht 60%, vielleicht auch mehr. Naja, und zuletzt war jetzt die Situation, dass es eben in Amerika diesen Monopolisten gab, der nicht mal mehr gesagt hat, ob er vom Schwein den Extrakt gibt oder nicht. Und der dann, weil es eben in der Wirtschaft so üblich ist, immer mehr Geld dafür verlangt hat, dass er den Extrakt abgegeben hat an die Firmen, die dann konkret das in die Kapseln abgefüllt haben. Und es wurde nicht mehr wirtschaftlich für die. Es wurde auch eine große finanzielle Belastung für die Leute, die es einnehmen müssen, weil dort ja sozusagen eine Sicherung eingezogen ist. Man möchte das Ausbreiten vom Extrakt als Therapieform verhindern. Und Krankenkassen sind sehr wenig geneigt, das zu bezahlen. Die Erfahrung der letzten Jahre war, dass Privatkassen das sehr häufig bezahlt haben oder auch heute noch bezahlen, aber mehr und mehr auch innerhalb der Krankenkassen dann Argumente auftreten wie, naja, es ist kein zugelassenes Arzneimittel, es ist nicht in dem und dem Katalog drinnen. Also so Argumente. Und jetzt gibt es ja die Neuerung, über die ich schon im letzten Video berichtet habe, dass jetzt in Deutschland die Firma Nordmark versucht, vom Schwein einen Extrakt anzubieten. Die tun das aber nicht unbedingt mit einer offeneren Kommunikationsweise. Also es wird nicht mal gesagt, ob es vom Schwein auch ist. Aber so unter der Hand hat man den Eindruck, dass es Schweinextrakt sein könnte. Es wird sicher von Schlachttieren gemacht, weil mehr fordert die USP-Standardisierung nicht. Es können also wirklich Schweine sein, die wahrscheinlich jetzt auch wieder aus Polen kommen, vielleicht nicht optimal gegessen haben oder die vielleicht auch genmanipuliertes Essen hatten, also Futter, die vielleicht auch nicht so gut kontrolliert wurden oder auch Krankheitserreger haben. In Europa ist es natürlich so, dass wir sehr viele Schweineseuchen haben. Ne? Das ist ein bisschen ein Unterschied zu Amerika, dort kommt das weniger vor, aber bei uns gibt es ja immer wieder irgendeine virale Erkrankungen, die die Tiere mitmachen oder auch bakterielle Sachen. Also da ist natürlich das schon ein großes Thema, ob da Qualitätsstandards eingehalten werden. Und meine persönliche Meinung ist, wenn man das nicht kommuniziert, wie man es prüft, wie oft man es prüft, ist das natürlich irgendwo eine Blackbox, wo ich nicht genau weiß, wie hoch ist die Qualität dieses Schilddrüsenhormonersatzes. Und da treffen jetzt mehrere negative Faktoren zusammen, die dann erklären, warum es immer wieder für viele Menschen, die keine Schilddrüse mehr haben oder die eine schwache Schilddrüse haben oder die ein angegriffenes Hormonsystem haben, warum ihnen hier wieder L-Thyroxin angeboten wird und der Druck immer größer wird, wieder zu dieser Arznei zurückzukehren, wo man weiß, dass
sehr viele das nicht biologisch aktiv machen können in ihrem Körper, dass es wenig Menschen gibt, die völlig zufrieden sind oder symptomfrei sind, wenn sie diesen Hormonersatz bekommen. Und das kann ich nur sagen, aus langjähriger Therapeutenerfahrung. Es wäre sehr schön, wenn die Option erhalten bliebe, Schilddrüsenextrakt verschreiben zu können und auch einen hochwertigen Schilddrüsenextrakt dafür zu haben. Und in den letzten Jahren, ich kann ja schon von Jahrzehnten sprechen, merkt man halt immer wieder, dass es mächtige Kräfte gibt, die es versuchen zu zerstören, diese Möglichkeit. Man fragt sich ein bisschen, warum. Warum ist das so wichtig? Wenn man natürlich jetzt da drinnen sitzt und Menschen helfen möchte und Menschen mit Hormonproblemen jetzt vornehmlich behandelt, ist es natürlich schon eine wunderbare Arznei, die hier genutzt werden kann. Und ich habe sicher in mittlerweile tausenden Fällen gesehen, dass das hilft. Also das ist ja seit, naja, 20 Jahren mehr oder minder der Schwerpunkt meiner Tätigkeit. Ich habe aber jetzt erfahren, dass es beispielsweise in England, wenn ein Arzt in England das aufschreibt, den Schilddrüsenextrakt, dass es Riesenprobleme gibt. Das kann bis zum Berufsverbot gehen. Naja, vielleicht wird das die nächste Möglichkeit, dass man sagt, Sie haben das jetzt zwar verschrieben die ganzen Jahre und Sie glauben da Beobachtungen zu machen, aber das ist einfach nicht vertretbar und deswegen dürfen Sie es jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass es einfach verboten wird. Ich habe ja in Österreich auch eine Zweitpraxis jetzt eine Weile unterhalten, ein bisschen Erfahrungen gemacht und dort ist zum Beispiel die Ärzteschaft viel aggressiver noch als in Deutschland. Und man hat den Eindruck, dass es sehr schwierig sein wird, dass sich Schilddrüsenextrakt flächendeckend umsetzt. Also ich habe über Jahre jetzt auch Kolleginnen und Kollegen ausgebildet und ihnen vieles gezeigt. Und viele verschreiben auch den Extrakt. Und es gibt ja immer wieder Listen, die auch kursieren auf Facebook und dergleichen. Wer verschreibt das? Aber man sieht immer wieder, dass da Menschen mutlos gemacht werden oder dass auch darüber gesprochen wird, es zu verbieten. Und in diesem Umfeld, das ist jetzt die Erklärung, warum ich ein Video gelöscht habe und das jetzt nochmal neu die Thematik aufspreche, sprechen wir über dieses Thema Metavive. Lesern von Asterix und Obelix wird es ja bekannt sein, dass diese Hefte immer mit einem anfangen, dass es noch einen Platz auf der Welt gibt, wo eben die Gallier noch nicht besiegt wurden. Und so ähnlich muss man sich das auf der hormonellen Ebene mit der Firma Procepts und The Natural Choice in England ansprechen, die seit vielen Jahren ausgehend von Patienteninitiativen das versuchen umzusetzen, was die Sehnsucht von Tausenden oder Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen Menschen ist, nämlich einen Schilddrüsenextrakt anzubieten, der möglichst rein ist, möglichst gesund ist und von gesunden Schweinen also und möglichst frei von irgendwelchen Zusatzstoffen präsentiert wird. Und es ist ein paar Jahre her, dass ich die entdeckt habe auch. Und naja, ich habe das so vielen Menschen schon empfohlen, dass ich ja jetzt auch Kontakt hatte mit dem Geschäftsführer dort und der hat auch einiges erzählt aus seinem Leben, auch von der Firma, welchem Spannungsfeld sie sich ausgesetzt sehen, das überhaupt so anbieten zu können, weil es natürlich jetzt mal prinzipiell so aussieht, dass wir ja weltweit diesen USP-Standard verpflichtend haben. Also wenn man Schilddrüsenextrakt als Hormonersatzpräparat vertreiben wollte, offiziell so deklariert, als Arzneimittel zugelassen kriegen möchte, dann müsste man jede Menge Auflagen erfüllen und dann müsste das auch nach dem USP-Standard gemacht werden. Warum ist das so? Weil das eben erwirkt wurde von der Pharmaindustrie im Wesentlichen, womit ja auch die Qualität, denke ich, des Schilddrüsenextraktes auch angegriffen wurde. Also
Die Idee, dass da was besser geworden ist, darüber könnte man diskutieren. Es ist möglich, dass der Gehalt an T3 und T4 dadurch berechenbarer wurde pro Kapsel, aber in meiner Beobachtung wirkt Schilddrüsenextrakt nach OSP auf jeden Fall und ist eine gute Alternative zu L-Tyroxin, aber ich habe den Eindruck schon, dass in manchen, sagen wir mal, schwierigeren Situationen das schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt einfach eine gesunde Schweineschilddrüse nehme von einem Schwein, das gut gelebt hat und eine unveränderte Schilddrüse hat, oder ob ich jetzt irgendein gestresstes Schlachttier jetzt seiner Schilddrüse beraube und dann eben die Schilddrüse mit allen möglichen Chemikalien konfrontiere und das dann erst in die Kapsel abfülle. Das macht einen Unterschied. Es ist kein drastischer Unterschied, es ist vergleichbar, aber beispielsweise, es gibt viele Frauen, die sagen, ich kann kein Kind empfangen. Ich war schon in der Fruchtbarkeitsbehandlung, also in so einer Klinik. Und es hat nicht funktioniert und wir wurden durchuntersucht und wir sind gesund. Die dann häufig, wenn man das Metavive genommen hat, in kürzester Zeit schwanger wurden. Das hat man öfters auch gesehen auf den anderen, also auf Schilddrüsenextrakt generell. Aber bei Metaviva ist das schon interessant gewesen, dass manche ja schon den USB-Schilddrüsenextrakt hatten und dann wurden sie umgestellt aufs Metaviva und dann hat das doch geklappt. So kleine Dinge. Und wenn man dann weiß, dass Tiere, wenn man sie in Gefangenschaft hat, dass sie unfruchtbar werden, dann sieht man, dass die Schilddrüse natürlich von einem Tier, das sich fortpflanzen darf, wie das bei der Firma Procepts und also bei der Natural Choice möglich ist, dann kann das anscheinend einen Unterschied machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie wenig wir wissen über das Thema. Egal wie viel wir beobachten, es ist immer nur ein Einschnitt, den wir sehen. Aber so gesehen ist es ein einmaliger Status, den eben diese Firma hat. Und natürlich sind die auch einem gewissen Druck ausgesetzt. Es gibt in England auch Behörden, die sie also immer wieder mal beobachten, die ihnen Vorschreibungen machen. Und es ist eben bislang in England akzeptiert, dass man das als Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Aber es steht eben ein bisschen auf wackeligen Beinen, ne, weil natürlich diese Thematik ja auch so weltweit immer wieder herumkursiert, gab es ja andere Produkte auch, wo Drüsen dann drinnen mit deaktivierten Hormonen und so weiter angeboten werden, weltweit. Und da gibt es ja unheimlich viele Versuche, immer wieder als Nahrungsergänzungsmittel auch Hormondrüsen anzubieten. Das ist auch eine uralte Tradition, die mehr oder minder erfolgreich ist. Aber bislang gab es noch kein Produkt, das so wirkungsvoll war wie das Metavive und bis zu einem gewissen Grad auch das Adrenavive, also Nebennierenrindenextrakt. Und jetzt, aufgrund dieses Drucks, hat sich jetzt heraus etabliert, dass man den Schilddrüsenextrakt des Metavive anbietet in einer Mischung mit Nukleotiden. Nukleotide werden gewonnen aus Zellkernen im Wesentlichen, das ist auch ein tierisches Produkt, wo man die Bausteine, also unsere Erbmasse, die DNA und RNA im vermehrten Maße zuführt. Das ist eben eine Richtung, die eher so im naturheilkundlichen Bereich jetzt drinnen ist, dass man sagt, man kann da sehr vielen Menschen damit helfen, wieder mehr zur Vitalität oder auch zur Hormongesundheit zurückzuführen. Es sind viele Argumente, es gibt auch einige Studien, dass es eben eine gewisse Wirkung entfalten kann. Das aber jetzt hinzuzufügen, der wichtigste Grund war nicht zu sagen, mit den Nukleotiden wirkt der Schilddrüsenextrakt noch besser, sondern es war einfach ein weiterer Versuch, Auflagen zu erfüllen, dass man klarer stellt, dass man den Schilddrüsenextrakt nicht als Hormonpräparat sieht, sondern als ein Nahrungsergänzungsmittel, wo man eben dann solche Stoffe
mit denen man die Nahrung ergänzen kann, in verschiedener Mischung angeboten kriegt. Die Intention ist natürlich trotzdem, die hormonelle Kraft, die da drinnen ist, in keiner Weise zu beeinträchtigen. Ob das so sein wird, wird man erst sehen. Aber ich habe eben jetzt auch in Gesprächen und vieles nachgelesen und auch nachgedacht und möchte deswegen einfach versuchen, in dieser längeren Ansprache das Bewusstsein zu wecken, wie schwierig es ist, überhaupt Schilddrüsenextrakt anzubieten und vor allem einen anzubieten, der Wert hat. Weil es tatsächlich eine lange Geschichte der Repression gibt. Und es ist immer noch so, dass man mit einem Metavibe, auch wenn da Nukleotide drinnen sind, man ein viel, viel höherwertiges Präparat hat als alles andere, was es sonst zu kriegen gibt. Und ich bin immer offen für die Frage, Hormonersatz, ist er überhaupt notwendig? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist immer, wenn ich irgendein Schilddrüsenthema habe, gibt es nicht Wege, ohne Hormone die Schilddrüse in Gang zu bringen. Und ich habe viele positive Verläufe auch mit L-Tyroxin erlebt. Wenn man es nicht zu hoch dosiert, wenn ein Mensch sonst relativ gesund ist, er hat noch viel von der Schilddrüse an sich, dann macht das oft überhaupt keinen entscheidenden Unterschied. Ich habe auch eine Handvolle Patienten, die mit dem Schilddrüsenextrakt überhaupt nicht zurechtkamen und das hat auch nicht gut funktioniert als Hormonersatz bei denen. Das gibt's alles. Deswegen, das sollte man in keiner Weise ideologisch irgendwie aufgeladen präsentieren, das Thema. Ich denke, dass alles möglich ist bei verschiedenen Menschen. Und man sollte natürlich immer möglichst stark eingreifen in den Menschen. Man sollte ihm immer das geben, was möglich ist. Man sollte seine Selbstheilungsmöglichkeiten möglichst nutzen. Man sollte ihn auch möglichst ungeschoren lassen, wenn das auch möglich ist. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn jemand zur Beratung kommt und man sieht, dass eigentlich die Schilddrüse gut funktioniert und man dort gar nichts machen muss. Das ist natürlich für mich immer eine große Erleichterung, weil ich einfach weiß, es fehlt nicht so viel, bis es diesen Menschen wieder gut geht und sie eben gesund werden und dann auch keine Arzneien mehr einnehmen müssen. Weil es ist natürlich ein Thema, wenn ich hormonelle Probleme habe, ist das oft eine über Jahre gehende Sache, wo ich eine Menge Sachen schlucken muss. Je kaputter das System, desto mehr. Deswegen, ich freue mich, wenn es ohne funktioniert. Aber ich sage nur, es wird einfach immer wieder Menschen geben, die erst und alleine durch den Schilddrüsenextrakt überhaupt gesund werden können. Und deswegen plädiere ich dafür, nutzen wir die Möglichkeiten, die es gibt. Beziehen wir den Schilddrüsenextrakt aus den Quellen, die zur Verfügung stehen. Das wird immer wieder schwanken und ich werde Ihnen auch immer wieder sagen, wo man was kriegen kann, zumindest soweit ich das weiß. Und ich freue mich auch, wenn Sie mir das mitteilen oder auch im Kommentar zu dem Video gerne Ihre Erfahrungen mitteilen oder Informationen noch geben, sodass es möglichst allen Menschen zur Verfügung steht. Und kurz zusammengefasst, ich plädiere dafür, Metavive möglichst auch in der neuen Rezeptur anzuwenden und es gut zu prüfen, ob es nicht doch die Arznei ist, die einen zur Gesundung wieder zurückführt. Und ich denke, diese letzte Veränderung, dass jetzt Nukleotide dazu gemischt werden, ist kein Riesenproblem. Ich denke nicht, dass das jetzt ein starkes Argument dafür ist, zum Beispiel wieder nur Schilddrüsenextrakt nach dem USP-Standard anzupreisen oder zu verordnen, was aber auch eine Möglichkeit ist. Genauso, wir nutzen die Möglichkeiten, Bovine Thyroid zum Beispiel von der Firma Delta Star in den Niederlanden zu kriegen. Ich habe das auch diskutiert jetzt. Wie kann es ja kommen, dass aus den Niederlanden das bestellbar ist, ne? Weil normalerweise Schilddrüsenextrakt ja auch nicht importiert werden kann in die EU, einfach so aus Neuseeland und dann angeboten werden kann. Aber da gibt es eben einfach bestimmte Bezugsmöglichkeiten, wo wir gar nicht genau analysieren können, wie das überhaupt sein kann. Und solange das besteht, freuen wir uns drüber und nutzen das, um gesund zu werden. In dem Sinne, einen
Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.